Ja, einen schönen guten Morgen. Habt ihr euch schon mal selbst die Frage gestellt, ob ihr errettet seid? Ich glaube, es gibt manche, die fragen sich das irgendwie nie. Es gibt andere, die fragen sich das selten. Und es gibt auch manche, die fragen sich das ständig. Woran kann ich eigentlich sicher wissen, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ein Christ bin, dass ich errettet bin? Oder ich kann auch anders fragen, worauf vertraust du, wenn es um deine Erlösung geht? Auf was setzt du deine Hoffnung? Woran machen wir wirklich unser Heil fest? Vielleicht auch insbesondere, wenn du schon viele Jahre lang gläubig bist. Ja, ich rechne mal ein bisschen, ich bin jetzt 29 Jahre alt im Herrn. Ich habe noch nicht mal geschmunzelt. Ja. Natürlich stelle ich mir auch manchmal die Frage, und die Bibel gibt eindeutige Antwort auf diese Frage. Es gibt sogar einen Brief, der sich fast ausschließlich um diese Frage dreht. Und das ist der Brief, den wir uns heute natürlich nicht komplett anschauen können. Der hat 5 Kapitel, das wäre zu viel. Aber die wichtigste Frage in diesem Brief, die wird gleich am Anfang behandelt. Das ist der erste Johannesbrief, die werden wir uns natürlich anschauen. Aber vielleicht erst einmal noch ein Beispiel. Ich bin selbst Gideon, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Ja, Gideon heißt, man hat sich einem Werk angeschlossen, in dem man sich zur Aufgabe gestellt hat, das Neue Testament, überhaupt das Wort Gottes, weiterzugeben. Wir haben etliche Gideons, Gott sei Dank, hier bei uns in der Gemeinde. Auch einen, der mir ein ganz, ganz großes Vorbild ist und gleichzeitig immer wieder ein schlechtes Gewissen macht, weil ich diese Zahl von Neuen Testamenten, die derjenige verteilt hat, in meinem Leben nie erreichen werde. Da bin ich ganz überzeugt. Also ich halte viel von auch anderen Organisationen. Ja, ich habe neulich erst wieder Post von der Bibelliga bekommen und es gibt viele andere, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Wort Gottes weiterzugeben. Aber ich habe die Gideons jetzt mal rausgegriffen, weil ich kenne die Gideons auch schon bestimmt über 40 Jahre. Und soweit ich mich erinnern kann, findet man in jedem Neuen Testament der Gideons am Ende auf der letzten Seite ein Übergabegebet und eine Zeile, wo man seinen Namen und das Datum eintragen kann. Kennt ihr das? Ja, also ich denke, ich liege nicht falsch, das gibt es bestimmt. Fritz wird mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber seit mindestens 40 Jahren ist das so. Also offensichtlich haben die, die sich das ausgedacht haben, großen Wert darauf gelegt, dass man Zeit und Stunde seiner Bekehrung auch später noch festmachen kann. Oder ich gebe euch ein anderes Beispiel, aber das ist ganz ähnlich. Ich habe das auch schon bei uns in der Gemeinde gehört, dass gesagt wird, wenn man sich bekehrt, also wenn man den Herrn Jesus als seinen Herrn und Heiland annimmt, dann sollte man das möglichst nicht alleine tun. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, man sollte einen Zeugen dabei haben, mit dem man zusammen, ja, vielleicht das Übergabegebet spricht. Und ich will jetzt auch gar nicht auf Übergabegebete und deren Sinnhaftigkeit eingehen, darum geht es nicht. Aber es gibt halt auch diese Ansicht, ja, man sollte sich auf keinen Fall, vielleicht sogar, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, das hat hoffentlich niemand gesagt, alleine bekehren, weil es könnte ja später dann Zweifel an der Bekehrung geben und dann ist es doch gut, wenn man einen Zeugen hat. Ja, so wie in dem Neuen Testament, dass man Datum und Unterschrift nochmal sehen kann oder dass man später sagen kann, hier, der Waldemar war dabei, den kann ich dann nochmal fragen, ob ich das wirklich damals richtig gemacht habe. Ich habe diese beiden Beispiele an den Anfang der Predigt gestellt, weil die haben eins gemeinsam. Beide Absichten, ja, das, was die Brüder damals bei den Gideons sich gedacht haben, dass sie Zeit und Stunde festhalten wollen oder auch, dass man sich einen Zeugen für seine Bekehrung am besten nehmen sollte, beide haben gemeinsam, dass sie ein großes Augenmerk auf den Moment der Wiedergeburt legen. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja, beide Ansätze denken, es ist ganz wichtig, dass man weiß, an dem Tag, da habe ich mich bekehrt. Das haben beide Ansätze gemeinsam. Ich will, wie gesagt, das nicht per se kritisieren, doch die Frage muss erlaubt sein, ist diese Praxis biblisch?
Stützt das Wort Gottes tatsächlich diese Auffassung, ja, das ist ganz wichtig, dass ich mich an den Moment, an den Tag und das vielleicht sogar noch unter Zeugen erinnern kann? Wo in der Bibel finden wir wirklich diese Praxis? Wo werden wir dazu ermutigt? Die Tatsache ist, dass die Bibel an keiner Stelle den Moment der Wiedergeburt als Beleg für unser neues Leben betont. Ich sage das nochmal. Die Bibel, an keiner Stelle betont sie den Moment der Wiedergeburt als ein Beleg für unser neues Leben. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass die Wiedergeburt ein Prozess ist, ja, wie die Mormonen zum Beispiel lehren. Nein, die Wiedergeburt ist wirklich ein einmaliges, im wahrsten Sinne des Wortes, wunderbares Ereignis. Ja, wenn Gott uns die Augen öffnet für unsere eigene Sündhaftigkeit und für seinen Sohn Jesus Christus, dass er für meine ganze Lebensschuld gebüßt hat, das ist ein Momentereignis. Ja, die Wiedergeburt ist kein Prozess, dass ihr mich nicht falsch versteht. Aber trotzdem bin ich heute mehr denn je, nachdem ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, überzeugt, dass die Bibel keinen Schwerpunkt auf dieses Ereignis legt. Ja, sondern dass die Bibel einen ganz anderen Schwerpunkt legt und den möchten wir heute zusammen mit Johannes sehen. Ja, denn ich bin genauso überzeugt, dass der Apostel Johannes seinen ersten Brief mehr oder minder ausschließlich diesem Thema gewidmet hat. Woran kann ich wirklich erkennen, dass ich ewiges Leben habe? Als Beleg dafür schlagt bitte mal 1. Johannes Kapitel 5 auf. Und ich möchte euch nur den Vers 13 lesen. Und während ihr aufschlagt, ein Mini-Exkurs, wir haben gar keine Zeit für Exkurse, weil wir heute ein strammes Ziel haben, soll man nicht eine ganze Stunde dauern. Aber ich gebe euch den Tipp, bitte habt immer Farbstifte dabei, wenn ihr Bücher lest. Und ihr dürft auch Farbstifte benutzen, wenn ihr die Bibel lest. Ja? Das Wort Gottes, der Inhalt ist heilig, aber die Druckerschwärze und das Papier ist nicht heilig. Also eure Bibel darf sehr bunt aussehen und auch mit Markierungen und Hinweisen. Das hilft euch einfach, das Wort Gottes im Herzen zu tragen. Und für bei mir, das habt ihr euch schon mal gesagt, ich will euch da nicht zu irgendwas animieren, aber orange ist bei mir die Farbe, bei Büchern und auch bei der Bibel, wenn die Intention, wenn die Absicht deutlich wird. Wenn der Schreiber, ja, das Vorwort in Büchern ist bei mir meistens komplett orange, wenn es ein gutes Vorwort ist. Weil ein guter Autor sollte gleich im Vorwort sagen, warum er sein Buch schreibt. Und Johannes macht das auch. Schaut mal, 1. Johannes 5, Kapitel 13, ist bei mir fast komplett orange. Da steht, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Johannes gibt seine Absicht ganz deutlich bekannt. Dies habe ich euch geschrieben, damit du, Samuel, das sage ich jetzt nur, um deinen Namen zu lernen, damit du weißt, dass du ewiges Leben hast. Er gibt seine Absicht bekannt. Und so müsst ihr auch Wort Gottes dann studieren. Ja, ihr müsst sagen, okay, wenn Johannes selbst sagt, er hat dies geschrieben, damit wir wissen, dass wir ewiges Leben haben, ja, was hat er denn geschrieben in dieser Hinsicht? Was hat er denn gesagt? Und ihr Lieben, das haben alle Autoren gemeinsam in der Schrift. Das Wichtigste kommt immer zuerst. Johannes bringt, und da kann man sich jetzt ein bisschen streiten, er bringt mindestens 5, ich würde sogar sagen 6 oder 7 Argumente, woran man erkennen kann, dass man wirklich Christ ist. Aber das wichtigste Argument bringt er gleich im ersten Kapitel und er verwendet das ganze erste Kapitel auf dieses wichtigste Argument. Und die anderen, das sage ich euch nochmal zum Schluss, die anderen 5, 6 Argumente, die drehen sich dann, versteht ihr das Wort, in konzentrischen Kreisen um das wichtigste Argument. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja, wie so die Atome, da haben wir einen Kern und da haben wir die Elektronen und die drehen sich auch in konzentrischen Kreisen um diesen Kern. Johannes bringt gleich am Anfang das wichtigste Argument, woran du erkennen kannst, ob du wirklich wahrer Christ bist. Und die anderen Argumente, die dann im Kapitel 2 alle genannt werden übrigens, aber dann nochmal in 3, 4 und 5 wiederholt werden, die sind, ich will nicht sagen Beiwerk, aber die stützen das Ganze. Okay? Also der Zirkel wird ganz natürlich im ersten Kapitel eingestochen. Und ich sage euch noch ein paar Hinweise zum Johannesbrief selbst, weil das ist ein Ziel meiner Predigt. Ich möchte euch einen Griff an diesen Brief geben.
ja, dass ihr den ungefähr einschätzen könnt, warum hat er den geschrieben, wer hat ihn geschrieben, was war der Anlass, die Zeit, damit ihr selber, ich kann das nicht in 45 Minuten leisten, damit ihr selber ja, Wort Gottes lest, damit selber das Wort Gottes zu euren Herzen redet. Und ihr sollt im Letzten, das wisst ihr, ihr sollt gute Beröa-Christen sein, ihr sollt nicht uns vertrauen, was wir hier von der Kanzel sagen. Ihr sollt es am Wort prüfen und das Wort hat wirklich die Kraft. Ja, meine Predigt hat nur Kraft, wenn ich das sage, was das Wort sagt. Und deswegen, das soll euch eine Rampe geben, ja, eine Einführung, um vielleicht mal jetzt in dieser Sommerzeit den Johannesbrief, den man übrigens in einer Viertelstunde komplett durchlesen kann. Oder von mir aus auch 30 Minuten, wer langsamer liest. Aber es geht ruckzuck, da habt ihr diese 5 relativ kurzen Kapitel gelesen. Johannes ist der Verfasser. Das ist, übrigens gibt es nur 2 Briefe im Neuen Testament, wo der Verfasser sich selbst nicht nennt. Habt ihr das gewusst? Ich auch nicht. Erst bei der Vorbereitung ist mir das aufgefallen. Der Johannesbrief, ja, im ersten Johannesbrief wird der Verfasser nicht genannt und im Hebräerbrief. Beim Hebräerbrief streiten sich sogar heute die treuen, bibeltreuen Christen, wer wirklich der Autor ist. Ist nicht weiter wichtig, ist es ganz klar Wort Gottes. Und beim Johannesbrief ist man sich aber absolut einig. Und das weiß man nicht aus dem Johannesbrief, sondern, ist jetzt wieder nur ein kleiner Mini-Exkurs, es gibt Kirchenväter, so werden sie genannt, also es gibt Leiter, Älteste, die teilweise sogar die Apostel noch persönlich gekannt haben, die im ersten und zweiten und auch in den folgenden Jahrhunderten gelebt und auch geschrieben haben. Was sie geschrieben haben, ist nicht verbal inspiriert, ist nicht gleichbedeutend mit dem Wort Gottes. Aber interessant ist, dass die ganzen frühen Kirchenväter, ja, ich habe es mir an der Stelle aufgeschrieben, wie Polycarp, Irenäus, Clemens von von Alexandrien, Tertullian, Origenes und Dionysius, alle diese frühen Kirchenväter gehen allesamt unisono davon aus, Johannes hat den Brief geschrieben. Und es gibt auch in den ersten Jahrhunderten überhaupt keine andere Vorstellung, dass jemand anders diesen Brief geschrieben haben könnte. Die Deutschen, ja, die haben viel Gutes exportiert in diese Welt und viel Schreckliches. Wir sind die Urheber der Bibelkritik und auf unserem Mist ist dann erst diese ganzen Theorien gewachsen, dass vielleicht auch ein ganz anderer, unter anderem sind noch viel schlimmere Sachen gemacht worden von uns, der Johannesbrief geschrieben worden wäre. Aber die Christen und die Kirchenväter des ersten Jahrhunderts waren sich alle einig, das war der Apostel Johannes. Geschrieben wurde wahrscheinlich zum Ende des ersten Jahrhunderts. Ich glaube sogar, dass er etwas früher geschrieben wurde, weil, das lesen wir in der Einführung, Johannes stellt sich als Augenzeuge der Geburt, des Lebens, des Sterbens und des ganzen Zeugnisses des Herrn Jesus vor. Und er redet in der Wir-Form. Das heißt, es gibt viele andere offensichtlich, die das gesehen haben. Das ist übrigens das Augenmerk für einen Apostel. Apostel durfte man sich damals nur nennen, wenn man Augenzeuge des Lebens Jesu war. Denkt an Apostelgeschichte 1, den Anfang, da musste ein Apostel nachgewählt werden und dann nennt Petrus die Kennzeichen eines echten Apostels. Und Johannes war ein Apostel, er war ja einer der 12 Jünger, es geht hier um den Jünger Johannes, der das Johannesevangelium und auch die 3 Briefe geschrieben hat. Und Johannes sagt, wir haben den Herrn Jesus gesehen und wir verkündigen euch das jetzt, was wir am Herrn Jesus gesehen haben. Und das ist für mich ein klares Indiz, da müssen die anderen noch da gewesen sein, also ist der Brief wahrscheinlich gar nicht so spät geschrieben. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist jetzt Anlass und Botschaft bei dem Brief. Anlass kann man ein bisschen anders benennen. Der Anlass beim Johannes war, er wollte einfach klarstellen, wer hat wirklich echte Gemeinschaft untereinander. Das sehen wir hier, lass mich bitte einführen und wir beten dann noch diese Verse 1 bis 4 lesen. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens, er redet von Christus. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und das uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, und jetzt wird es wieder orange, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Habt ihr das gelesen? Er verkündigt das Evangelium, damit auch ihr, die Adressaten, die Empfänger des Briefes, mit uns Gemeinschaft haben. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei.
Ich möchte euch einfach nur helfen, diese ersten Verse zu verstehen, und dann geht es wirklich in den Hauptteil. Johannes folgt der Logik. Er möchte sicherstellen, dass wir, Markus, echte Gemeinschaft haben. Und Johannes weiß, echte Gemeinschaft haben wir nur dann, wenn wir beide wirklich Christen sind. Das ist seine Botschaft. Und Christsein bedeutet, wir hängen eigentlich an Christus. Also die Gemeinschaft unter Christen, die findet nicht untereinander statt. Die findet über Christus statt. Das ist, und das ist wieder ein Mini-Exkurs, das ist die wahre Ökumene. Ökumene ist der Versuch, ich habe sogar noch mal bei Wikipedia und bei den Kirchen nachgelesen, Ökumene heute ist der Versuch, dass man die Christen irgendwie eint. Ihr Lieben, ich bin so frech als kleiner Prediger hier in Hünfeld, das ist nicht das biblische Verständnis von Ökumene. Christen muss man nicht einen. Christen sind schon eins, weil sie in Christus sind. Jeder, der wahrhaft wiedergeboren ist, hängt am gleichen Leib. Und du musst, und das will ich mit Respekt sagen, du musst Acht haben, wie du über andere Kirchen oder über andere Menschen in anderen Konfessionen denkst und redest. Wenn es, und das gibt es selbstverständlich, wenn es in anderen Kirchen, ja, wir sind hier nicht die alleinseligmachende Gemeinde in Hünfeld, in der Bibelgemeinde Nordrhön. In anderen Kirchen gibt es selbstverständlich wiedergeborene Christen. Und das ist unser Thema heute. Was ist ein wiedergeborener Christ? Und wenn er wiedergeboren ist, das ist die Einheit. Die ist schon da. Einheit unter Christen muss nicht geschaffen werden. Die haben wir schon in Christus. Einheit unter Christen muss bewahrt werden. Ja, das ist das Zeugnis der Schrift. Wer dazu Epheser 4 lesen möchte, ich lese euch nur den Vers 3, also den Anfang von Epheser 4, ich lese euch nur den Vers 3, da heißt es, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Also auch Paulus geht davon aus, wenn du wiedergeboren bist, dann bist du Teil am weltweiten Leib Christi und dann bist du eins mit allen Christen in Christus. Christus schafft diese Einheit. Christus ist die wahre Ökumene. Ja, ich habe vor kurzem das Hörbuch von Dietrich Bonhoeffer, also von Erich Metaxa über Dietrich Bonhoeffer gehört. Und da muss ich feststellen, diese Christen wie Dietrich Bonhoeffer, die wussten ganz genau, was wahre Ökumene ist. Die wollten keine Einheit schaffen. Die wollten die Einheit, die schon in Christus geschaffen ist, bewahren. Ja, und das sollten wir auch verstehen. Ja, davon geht die Schrift, davon geht Johannes, davon geht Paulus aus. Die Einheit ist schon in Christus da. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. So, aber jetzt zu unserem eigentlichen Predigtthema, nachdem wir die ersten vier Verse gelesen haben. Was sind die Kennzeichen einer echten Gotteskindschaft? Oder woran kann ich wirklich Errettung, woran kann ich meine Wiedergeburt festmachen? Ich bete kurz mit uns und dann schauen wir uns die ersten Verse aus dem ersten Johannesbrief, aus dem ersten Kapitel an. Vater im Himmel, wir danken dir einmal mehr für dein Wort. Wir danken dir, dass es uns wirklich ein fester Anker ist, dass es uns ein Licht ist in dieser wirklich finsteren oder immer finster werdenden Welt. Danke, dass du uns über wirklich die wichtigsten Grundfragen des Lebens informierst, Herr. Wer du bist, was du getan hast, was das Leben ist, was das Licht ist, aber auch woran wir erkennen können, dass wir wirklich in dir sind, dass wir Erlöste sind, Herr. Hab herzlich Dank für dein Wort und ich bitte dich von Herzen, dass du mir diese und uns immer wieder diese Gnade schenkst, dass wir das sagen, was dein Wort sagt. Dir zur Ehre und uns wirklich zur Hilfe und zum Segen. Amen. Lass uns ab Vers 5 jetzt weiterlesen. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm, von Gott, von Christus gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Vielleicht an der Stelle auch noch ein kleiner Hinweis, bevor es richtig losgeht.
Paulus, Entschuldigung, ihr müsst mir, müsst gnädig mit mir sein, ja, bei Abraham ist es oft Mose bei mir und bei Johannes ist es oft Paulus. Ja. Also ihr habt das jetzt verstanden oder umgekehrt. Es geht um Johannes, es geht um den Apostel Johannes. Er hat diesen Brief geschrieben, ganz unzweifelhaft. Und Johannes spricht oft in negativ-positiv. Ich will euch nur darauf hinweisen, damit ihr das später beim Studium, weil ihr euch ja jetzt alle den ersten Johannesbrief demnächst vornehmt, damit ihr das selbst auch mal für euch sehen könnt. Schaut mal, er sagt, Vers 6, wenn wir sagen, das ist das Negative, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, aber in der Finsternis wandeln, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Negativ. Jetzt kommt das Positive. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Also die Frage ist, was bedeutet es, im Licht zu wandeln? Das ist das erste Merkmal und ich sage euch, das ist das wichtigste Merkmal, was einen Christen auszeichnet. Ich erinnere euch nochmal dran, nichts gegen die Gideons. Ich bin von Herzen überzeugt, ja, überzeugter Gideon, auch wenn ich lange ja, abfalle hinter manchen anderen in ihrem Fleiß. Aber der Tag und die Stunde zu wissen, ist nicht das wichtigste Merkmal eines Christen, sondern, ich sage es jetzt mal mit den Worten des Johannes und ich muss es euch erklären, das ist die Aufgabe eines Predigers, im Licht zu sein, im Licht zu wandeln, das ist das wichtigste Merkmal. Und wir müssen unbedingt die Schrift im Kontext auslegen. Wenn ich jetzt einfach nur hier stehen bleiben würde, wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, Karl, du musst im Licht wandeln, das ist das wichtigste Merkmal eines Christen. Ich könnte den Karl mit Sicherheit total durcheinander bringen. Weil wenn ich euch einfach nur so da stehen lassen würde und sagen würde, du musst im Licht wandeln, am liebsten würde ich das jetzt wie in der Bibelstunde machen. Ich würde ein paar von euch fragen, was denkst du eigentlich, Norbert, was das bedeutet, im Licht wandeln? Ich lege dir es jetzt einfach mal in den Mund. Wenn ich dich nur damit stehen oder nach Hause gehen lassen würde, Norbert, wenn du wirklich wissen willst, dass du wahrer Christ bist, dann musst du im Licht wandeln. Wisst ihr, was der Norbert vielleicht denken könnte? Fälschlicherweise. Der wollte uns bestimmt sagen, boah, ich muss mich anstrengen. Ich muss ganz aufrichtig sein und ganz energischer Christ sein. Ich muss im Licht wandeln. Und Sünde darf ich gar nicht in meinem Leben haben. Also wenn ich Sünde, das ist ja nicht Licht und Finsternis, das passt ja nicht zusammen. Und so denkt jetzt der Norbert. Ja, also wenn ich noch Sünde in meinem Leben habe, wenn ich noch Sünde in meinem Leben habe, das geht überhaupt nicht. Ja, dann bin ich wahrscheinlich kein Christ. Schrecklich, oder? Wenn wir einfach nur so einen Text aus dem Zusammenhang reißen und ich könnte doch eine gute Predigt draus machen, oder? Das geht runter wie Öl. Du musst im Licht wandeln, Erna. Du musst eine Lichtgestalt sein. An dir muss man Heiligkeit sehen können. Das ist das Merkmal eines wahren Christen. Ihr Lieben, ihr müsst sogar nur die paar Verse, die wir gelesen haben, richtig beobachten, da werdet ihr feststellen, das, was ich da gerade aufgezogen habe, ist nicht das, was Johannes sagen wollte. Weil schaut nochmal Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Das war niemals im Sinne von Johannes, dass er sagen wollte, im Licht wandeln bedeutet, sündlos zu sein. Ganz im Gegenteil, schau doch, das ist ja ein Widerspruch in sich. Er sagt ja schon im gleichen Vers, nee, wenn wir im Licht wandeln, dann werden wir sogar von unserer Sünde gereinigt. Also das heißt mit anderen Worten, Johannes geht unzweifelhaft davon aus, Norbert, wir sündigen. Wir sündigen sogar jeden Tag. Nicht nur durch Tat, sondern, und ich glaube, das ist noch viel schlimmer in meinem Leben, durch Unterlassung. Alles, was ich nicht getan habe. Ich musste heute Morgen, ehrlich gesagt, ich will das jetzt nicht nochmal sagen und euch beunruhigen, was heute Morgen hier im Gottesdienst passiert ist, aber ich habe selbst schon kurz, ich war nicht dabei, ich musste noch was lesen, ehrlich gesagt, aber ich dachte heute Morgen schon, habe ich gesündigt durch Unterlassung, weil ich einem Bruder vielleicht nicht, da gab es schon Anzeichen, dass irgendwas schiefläuft, dass ich dem Bruder nicht schon früher versucht habe anzusprechen und ihm zu helfen, hey, da läuft was schief in deinem Leben. Wir sündigen ständig, ihr Lieben. Und nicht nur durch böse Taten, durch Lügen und Stehlen und Ehebrechen. Wir sündigen
ständig durch Unterlassung, weil ich das Gute, was ich eigentlich in meiner Macht Stehende vielleicht tun sollte, nicht getan habe. Das, ihr Lieben, Sündlosigkeit war niemals, niemals, das ist ein Kennzeichen der Sekten, ja, aber nicht eines wahren Christen. Sündlosigkeit ist nicht das Kennzeichen eines wahren Christen. Und ihr, wenn ihr die Auflösung wollt, dann kann ich euch nur raten, lest einfach weiter. Ja, Johannes redet unmissverständlich und das machen wir jetzt gemeinsam. Schaut, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, Norbert, sorry, wenn ich dich mal jetzt rausnehme, dann betrügen wir uns selbst. Das ist nicht das Kennzeichen eines Christen. Zu sagen, ich bin fast oder ich bin nahezu ohne Schuld und Sünde. Ganz im Gegenteil. Johannes sagt dir, dann betrügst du dich selbst und die Wahrheit ist nicht in dir. Das, ihr Lieben, ist das sichere Kennzeichen eines Nicht-Christen. Wenn du sagst, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Ja, ich habe schon mal so ein bisschen gelogen und so ein bisschen früher, ja, so früher habe ich auch mal ein bisschen, heute ja nicht mehr, aber ja, früher habe ich auch mal ein bisschen gestohlen. Das ist das eigentlich, das sind die Worte des Apostels Johannes. Das ist ein sicheres Kennzeichen, dass die Wahrheit nicht in dir ist. Du betrügst dich selber. Wenn du dich ständig mit, ich muss später erst zur Anwendung kommen, wir wollen erstmal den ersten Punkt richtig einnorden, einlochen und dann kommen wir zu ganz vielen Anwendungen. Aber das will ich schon sagen. Wenn du dich selbst ständig mit anderen vergleichst, mit dem Motiv, ach so schlimm bin ich ja gar nicht, ganz schwieriges Kennzeichen. Das macht kein Christ. Ein Christ vergleicht sich nicht mit den anderen Sündern. Ein Christ misst sich an Christus. Und an Christus siehst du, was wirklich Licht und Herrlichkeit ist. Aber es ist ein gnädiger Heiland. Ja, er ist für Sünde gestorben, ihr Lieben. Aber ich will mich nicht überschlagen, ich will es der Reihe nach sagen. Das erste klare Indiz, das der Apostel Johannes nennt, ja, ist nicht Sündlosigkeit, ja, sondern das Blut Jesu reinigt uns doch von jeder Sünde. Das wäre ein logischer Widerspruch hier im Vers 7, sondern ganz im Gegenteil. Johannes sagt, ich lese nochmal Vers 8 und dann auch Vers 9 und 10, und das ist der Kern dieses ersten Kapitels, und damit ist das Kapitel auch schon zu Ende. Wenn wir sagen, Vers 8, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Das war das Negative. Jetzt kommt das Positive, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und kleine Klammer, Johannes redet hier zu Gläubigen, nicht zu Außenstehenden. Das ist keine Evangelisationsveranstaltung, das ist ein Brief an wiedergeborene Christen. Okay? Wenn wir Christen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von den meisten Ungerechtigkeiten. Nein. Dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wenn du deine Schuld bekennst, ist er treu, du bist jetzt halt mein Opfer, Norbert, wenn es zum 500. Mal ist, ja, dann machen wir es mal langsam, zum 49. Mal, ja, zum 49. Mal bekennst du die gleiche Schuld deinem Herrn. Weißt du, was der Herr Jesus ist? Treu. Er ist treu. Er kann nicht anders. Er ist treu. Er vergibt jedes Mal wieder. Wenn er von uns erwartet, dass ich 7x70 Mal, also 490 Mal vergeben soll, und ich soll nicht bis 469 zählen, ich soll nicht bis 489 zählen, ja, ja, und bei 490 dann aufhören. Wenn er das von mir erwartet, ja, wie viel langmütiger ist mein Herr? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, das ist nicht das Predigtthema, der Vers 9, aber ich kann nicht anders. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Er ist treu, er vergibt dir jedes Mal wieder. Markus, muss mal woanders hingucken. Den heißen Stuhl vom Norbert ein bisschen wegnehmen. Jedes Mal wieder. Gibt es Sünden, die du mehr als einmal bekannt hast in deinem Leben? Begangen und bekannt hast? Willkommen im Club. Er ist treu und er ist gerecht, Markus. Dass er dir die Schuld vergibt und dich reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn er das nämlich nicht machen würde, wenn er dir beim 500. Mal nicht vergeben würde, dann wäre Gott ungerecht. Dann hätte die Strafe für diese Schuld seinem Sohn auf die Schultern gelegt und dir nochmal.
Und das ist ungerecht. Und das geschieht nicht. Der Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha die ganze Schuld getragen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, Markus und Mike, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das war ein Exkurs, aber wir können an Vers 9 nicht vorbeigehen, ohne mal ihn ausgelegt zu haben. Aber jetzt wieder Vers 10, jetzt kommt wieder das Negative, jetzt sind wir wieder beim Thema, bei dem ersten und wichtigsten Merkmal eines wahren Christen. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, jetzt kommt es eindeutig, unmissverständlich, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Darf ich den Vers rumdrehen? Wenn du, darf auch meine Frau sein, Nathalie und Emma, wenn ihr sagt, ich bin eine Sünderin, dann sagt er die Wahrheit, das sagt nämlich auch er über dich, und sein Wort ist in dir. Das ist die Umkehrung vom Vers 10. Könnt ihr das nachvollziehen? Das, ihr Lieben, ist, ihr findet das jetzt vielleicht unspektakulär, aber das ist das Wichtigste, mit Abstand, das wichtigste Kennzeichen eines wahren Christen. Und ich gucke jetzt besonders auch mal junge Leute an, ohne Namen zu nennen, aber es kam ungefähr vor einem Jahr war das, wo muss ich hingucken, ja, ich gucke ja sogar in die richtige Richtung. Da hatten wir mal ein Gespräch und ich sage das jetzt nicht öffentlich, aber da wurde ziemlich deutlich und das haben öfters auch Teenies an sich, die denken, boah, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht für diese Gemeinde. Ey, wenn das das Zeugnis unserer Gemeinde ist für unsere jungen Leute, dann läuft hier in diesen nicht heiligen Hallen was grundverkehrt. Wenn wir diese Aura versprühen, wir sind ja alle schon so halb entrückt und so heilig und ihr kleinen Sünder, die ihr jetzt nachwachst, was wollt ihr eigentlich hier? Dann läuft was grundverkehrt. Wir müssen nicht unsere Sünden ständig auf unseren Lippen tragen, das will ich nicht sagen und da so eine Sündenwäsche ständig betreiben. Aber Lieben, es muss ganz klar sein, wisst ihr, was sich hier in Hünfeld in der Bibelgemeinde Nordrhön in der Mackenzeller Straße versammelt? Sünder. Sünder, die Gnade gefunden haben. Da müsste ich jetzt auch wieder viel zu sagen, aber wir haben nicht die Zeit dazu, weil wir uns ein Ziel gesetzt haben. Ja, natürlich sind wir dem Stand nach, das ist ein Mini-Exkurs, dem Stand nach sind wir nicht mehr Sünder. Dem Stand nach sind wir in Christus. Wir sind geheiligt, dem Stand nach. Und das muss jetzt genügen für alle die, die jetzt innerlich schon protestiert haben, wenn ich sage, wir sind Sünder. Aber, und das musst du jetzt verstehen, der Kapazität nach, der Fähigkeit nach, weißt du, was du bist? Sünder. Sünder wie je zuvor. Du, ich kenne deinen Namen nicht, und ich, wir sind noch zu allem fähig. Das ist die Wahrheit. Ja, wir sind begnadigte Sünder. Jesus Christus hat für die ganze Lebensschuld, er hat gebüßt. Und wenn das Blut Jesu an den Torpfosten deines Herzens angestrichen ist, dann hast du das wahre Passahlamm. Ja, dann hast du das wahre Passa an dir. Ja, er hat die Schuld für dich getragen. Dann wirkt dieses Evangelium ein für alle Mal an deinem Herzen. Aber die Wahrheit ist, wir sind Sünder. Und wir sündigen jeden Tag. Und das wichtigste Merkmal eines wiedergeborenen Christen ist, dass er aufrichtig vor Gott und wenn es sein muss, auch vor den Menschen sagen kann, ich bin Sünder. Ich brauche Gnade. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Hilfe. Ich bin hoffnungslos verloren. Gott sagt, alle haben gesündigt und der Mangel des Ruhmes, so macht es Luther, oder haben nicht die Herrlichkeit, die sie eigentlich bei Gott haben sollten. Römer 3, Vers 23. Wenn du was anderes sagst, dann machst du Gott zum Lügner. Wenn du aber das Gleiche sagst, ich bin Sünder. Ist das so schwer? Ist das so schwer, ehrlich zu sein? Ich habe es nicht, was es braucht, einem herrlichen, heiligen Gott zu begegnen. Wenn ich, so wie ich bin, ohne das Blut Jesu, vor Gott erscheinen würde, ich würde im Nu verglühen. Gott erträgt keine Sünde. Er ist Licht. Da ist noch nicht mal ein Funke, ein Müh von Sündhaftigkeit oder von Finsternis in ihm. Das hat Johannes hier geklärt. Und das ist alles, ihr Lieben. Bußfertigkeit, Ehrlichkeit, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Einfach zu sagen, ich bin Sünder, ich brauche Hilfe. Das ist das wichtigste Kennzeichen. Und ihr Lieben, ich will jetzt auch schon gleich die Mathematik machen.
Sorry, wenn ich nochmal die Gideons erwähne, oder sorry, ich habe das hier in der Gemeinde schon gehört, in unseren Räumen. Am besten nimmst du dir jemanden dazu, wenn du dich bekehrst. Hört auf damit. Das stimmt nicht. Was sollen denn die ganzen Kinder aus gläubigen Familien sagen, die gar nicht die Zeit und die Stunde benennen können, die gar keinen Zeugen dabei haben, die noch nicht mal wissen, wann der Moment war, ihre Wiedergeburt? Ja, es ist ein Moment. Das haben wir geklärt. Es ist kein Prozess. Das wäre eine Irrlehre. Es ist ein Moment. Aber der Moment ist nicht entscheidend. Dass du heute sagen kannst, ich brauche Christus. Dass du heute sagen kannst, ohne Christus wäre ich der Elendste, wäre ich auf ewig verloren. Das ist das sichere Kennzeichen deiner Wiedergeburt. Wir wollen ja keinen rausstellen und bloßstellen. Doch, ich habe ihn gefunden. Das, mein lieber Bruder, ist das wichtigste Kennzeichen. Das ist das Zeichen, dass dein Heil wirklich sicher ist. Dass du heute sagst, ich brauche Christus. Ich bin Sünder. Aber der Herr Jesus ist für Sünder gestorben. Das ist doch so schön, oder? Das ist so befreiend, ihr Lieben. Ich habe übrigens keinen Zeugen. Ich lag halb nackt, ja, ich hatte nur eine Badehose an, im Freibad in Vaihingen. Habe William MacDonald, Man lebt nur einmal, gelesen und da hat der Herr wirklich den Rollo aufgemacht und mir gezeigt, ich bin nicht nur Sünder, sondern dieser Christus ist wirklich in diese Welt gekommen und hat als Sohn Gottes für meine Schuld gebüßt. Wenn das wahr ist, dann brauche ich bei Bosch keine Karriere mehr machen. Dann kann ich mein Leben einfach in diese Hände legen. Dann bin ich zur Ruhe gekommen. Dann habe ich Frieden. Dann weiß ich, wo ich zu Hause bin. Dann muss ich keine Karriere mehr, auch nicht mehr im Reich Gottes übrigens, anstreben. Ja, dann bin ich beim Herrn. Das war für mich, war es ein Moment, ich weiß es, ja, das war im Mai 1993. Aber du musst es nicht wissen. Wisst ihr, was ich heute weiß? Mehr denn je, das darf ich wirklich nach 29 Jahren Christsein sagen, mehr denn je brauche ich Christus. Eins weiß ich, ich bin Sünder und Gott liebt Sünder. Gott ist für Sünde, ist selbst zur Sünde geworden und hat sein Leben für Sünde hingegeben. Das weiß ich. Und je älter ich werde, umso mehr weiß ich das. Und umso mehr treibt es mich auch an, diesen Herrn zu lieben. Leider, muss ich euch sagen. Weil es die wachsende Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit ist, die mich in die Arme der Gnade treibt. Das ist die Wahrheit. Und das macht mir das Evangelium immer kostbarer. Das ist das Erste und das Einfache. Es ist so einfach. Jedes Kind, was heute hier, wir haben die Kinder heute unter uns, jedes Kind kann das verstehen. Wenn du einfach nur aufrichtig vor deiner Mutter und vor deinem Papa und vor allem vor deinem Herrn sagen kannst, ich habe Mist gebaut. Und das ist nicht das Schlimmste. Ich bin einer, der ständig Mist baut. Ich bin Sünder, deswegen sündige ich. Das steckt so in mir. Und deswegen brauche ich Gnade. Sünderkenntnis, klare Einsicht, dass wir Sünder sind, ihr Lieben, das ist das wichtigste und erste Merkmal eines Christen. Und ich will es nochmal rumkehren. Ich gehe wirklich davon aus, dass wahrscheinlich die allermeisten heute Morgen, die hier in dem Raum sitzen, wiedergeborene, erlöste Christen sind. Aber ich will dir trotzdem nochmal ins Gewissen reden. Wenn du noch dieses Spiel spielst, ja, ich hatte erst dieses Jahr ein Gespräch mit jemandem, der mir sehr nahe steht, ist nicht hier aus diesem Umfeld. Ihr kennt diese Person noch nicht. Aber wir haben zum ersten Mal, ja, das darf ich auch, nee, sage ich jetzt nicht, ja, aber ist auf jeden Fall eine Person, die ich schon seit 50 Jahren kenne. Und wir haben wirklich mal ganz elementare Fragen bewegt, so wie, glaubst du eigentlich an Leben nach dem Tod? Glaubst du, dass es nachher weitergeht? Die Person hat ja gesagt. Glaubst du an einen Himmel und an eine Hölle? Die Person hat gestockt und dann hat sie auch, ja, ich glaube schon. Und dann habe ich gefragt, und, was glaubst du, wo du sein wirst? Und dann kam ganz klar, ja, natürlich im Himmel. Und dann muss die Frage kommen, und warum? Und wisst ihr, was die Antwort war? Ich bin nicht so schlimm wie die anderen. Ich habe viel Gutes getan. Ich habe mich bemüht. Und da gibt es so viele böse Menschen draußen, ja, Gott kann mich doch nicht so behandeln wie die. Das ist diese Hoffnung, auf die diese Person sich verlassen hat. Wenn du so denkst, wenn du die Zeitung liest, ihr kennt mein Beispiel schon, wenn du die Tageszeitung liest oder die Nachrichten studierst, ja, Tageszeitung ist ja was für die ab 70-Jährigen, sorry, Fritz, ja, wer liest denn von den jungen Leuten noch Tageszeitung? Wir haben gestern bei der Jugend mal einen Test gemacht. Ich habe mal alle aufstehen lassen, die entweder Netflix oder Disney Plus oder
Amazon Prime als Abo haben, fast alle sind aufgestanden oder sind stehen geblieben. Ja, also wir haben Verwerfungen, wir haben Veränderungen zwischen unseren Generationen. Sowas hat es auch, glaube ich, nie zuvor gegeben. Das geht so rasant. Ja, und ich wünsche mir, ja, dass Gott mir die Gnade schenkt, dass ich das nicht verliere, den Zugang zu euch Jugendlichen. Weil das ist elementar. Und nicht nur ich, alle Älteren hier in der Gemeinde sollten dafür beten, weil das ist ein Grundprinzip einer Ortsgemeinde, dass die Älteren den Jüngeren helfen in der Nachfolge. Aber wenn wir ja in unserer eigenen Käseglocke buchstäblich, ja, Käseglocke verstehen die jungen Leute schon gar nicht mehr, wenn wir in unserer eigenen Käseglocke schmoren und den Anschluss verlieren, das geht gar nicht. Ja. Aber jetzt zurück zu dem Beispiel. Wenn du ja dein Google, ja, bei Google kommen ja gleich irgendwelche Nachrichten unten drunter, oder? Die sind meistens bezahlt, ihr Lieben, dass die da erscheinen dürfen, falls du das noch nicht gewusst hast. Wenn du dann diese Nachrichten liest und denkst, oh, so böse bin ich ja gar nicht. Oder, und das ist ganz gefährlich, aktuelle Beispiele zu nehmen. Aber wenn du so ein Schwarz-Weiß-Denken hast bei dem momentanen Krieg, der in Europa stattfindet, und denkst, oh, das eine sind die Guten und das andere sind die Bösen und ich bin ja auf der Seite der Guten. Ihr Lieben, dann hast du was noch nicht verstanden. Der eine ist nicht der Messias und der andere ist nicht der Antichrist. Ja, ich nenne jetzt keine Namen. Aber so einfach geht das nicht. Das sind alles Sünder, die auf Gnade angewiesen sind. Und wir waren auch mal auf der anderen Seite. Darf ich mal 70 Jahre zurückgehen? Wir Deutschen. Ja? Aber sind die Deutschen, jetzt mache ich einen Exkurs und darf überhaupt keine Exkurse machen, sind die Deutschen deswegen böser als die anderen? Nein, sie sind alle böse, ihr Lieben. Alle haben gesündigt. Wir sind alle gleich. An der Rasse, oder das Wort darf man ja gar nicht mehr in den Mund nehmen, an der Nationalität, an der ethnischen Herkunft, Sündhaftigkeit oder Qualität festzumachen, das ist nicht nur zutiefst böse, es ist so unbiblisch. Alle haben gesündigt, ihr Lieben. Wir sind alle im gleichen Boot. Und wenn du noch die Tageszeitung liest und denkst, oh, so böse wie der Mann, der da in Fulda seine Ex-Frau oder Freundin ermordet hat, ja, das war vor ein paar Monaten die Schlagzeile, so böse bin ich ja nicht, dann hast du ein ganz großes Problem. Wenn du aber sagst, ja, ich hab noch nicht so böse gehandelt, wie ich handeln könnte, das ist ein Kennzeichen eines wahren Christen. Du bist nämlich zu allem fähig. Das ist die Wahrheit. Du hast nicht so böse gehandelt, das gebe ich zu. Und ich hoffentlich auch noch nicht. Aber ihr Lieben, wir sind zu allem fähig. Und das ist das schlichte und einfache Merkmal eines Christen. Und ich bete dafür, dass unsere Gemeinde bis zur Wiederkunft des Herrn dieses Merkmal in sich trägt. Dass auch die jungen Leute, darf ich nochmal darüber gucken, ohne Namen zu nennen, dass du ganz klar das als Zeugnis siehst, auch hier, Mensch, das sind alles Kadetten, die Gnade gefunden haben. Das ist das Merkmal eines wahrhaft wiedergeborenen Christen. So, eigentlich kann ich jetzt aufhören, aber jetzt habe ich mir eine Vielzahl von Anwendungen einfach schenken lassen. Und wir reden jetzt so lange, 10 Minuten haben wir nämlich noch, über Anwendungen, wie ihr, ja, ihr müsst das ja aushalten. Ja, das erste habe ich schon gebracht. Ich habe euch schon angesprochen und vielleicht hört später noch mal jemand diese Botschaft. Ich bin dankbar für YouTube. YouTube ist keine Plattform des Bösen, keine Angst. Die Technik ist nie das Böse, man kann es immer zum Guten und zum Bösen einsetzen. Und dass heute so viel Wort Gottes in den Kanälen zu finden ist, ist einfach nur ein Segen. Ist einfach nur ein Segen. Und vielleicht hört später noch mal jemand diese Botschaft und ich will dich noch mal herzlich, herzlich ermahnen. Frag dich selber, wer bin ich wirklich? Im Letzten ist es ein Wunder, wenn du wirklich den Spiegel des Lichtes Gottes vor Augen gehalten bekommst und erkennen darfst, dass du Sünder bist. Aber gleichzeitig darf und muss ich dich ja ansprechen, kehr um. Tu Buße. Glaube an das Evangelium, sonst machst du den Herrn Jesus Christus zum Lügner. Ich habe oft dieses Gespräch geführt. Ihr wisst, er ist mittlerweile gestorben. Ja, ich habe lange Zeit mit einer Person, die ich auch alle 4 Wochen getroffen habe, die hat mir nämlich die Haare gekürzt. Mein ganzes Leben lang hatte ich fast nur einen einzigen Friseur. Und jedes Mal und am Ende des Lebens hat er immer davon angefangen. Immer wieder dieses Gespräch über den Glauben. Weil es ihn offensichtlich umgetrieben hat. Mit fast 90 Jahren hat er immer noch Haare geschnitten. Ich hoffe, ihr denkt nicht, ich hätte den Friseur wechseln sollen. Ich finde, das war der beste, den ich ever hatte. Aber wir kamen oft an diesen Punkt, dass ich sagen musste, ich darf jetzt den Namen auch nennen, Adolf. Wenn du wirklich glaubst, und das hat er wirklich lange Zeit, ich hoffe nicht bis zum Ende, geglaubt,
Wenn du wirklich glaubst, du bist gar nicht so schlecht. Wenn du wirklich glaubst, da gibt es bösere Bösewichte da draußen. Wenn du wirklich dich irgendwie betrügst. Warum? Oder wenn du, das hat er nicht gemacht, aber das machen andere, wenn du auf deine Kirchenzugehörigkeit vertraust, auf deine Mitgliedschaft in einer großen Kirche oder auch in einer kleinen, wie die unsere, wenn du auf ein Sakrament vertraust, ja, ich gehe doch regelmäßig zum Abendmahl, da werden doch alle meine Sünden gewaschen, oder ich bin doch getauft. Es gibt eine ganz große Kirche in diesem Land, die lehrt offiziell, mit der Taufe bekommst du die Vergebung deiner Schuld, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und die Aufnahme in die Gemeinde Jesu. Das ist die offizielle Lehre der zweiten großen Kirche in unserem Land. Ja, wir reden von unserer Kanzel nicht schlecht über die Kirchen. Das ist nicht unser Auftrag. Aber wenn es ums Evangelium geht, muss man auch mal die Unterschiede benennen dürfen. Ihr Lieben, wenn du darauf vertraust, du bist ja christlich getauft, deswegen werden wir dich auch im Himmel sehen. Du schwebst in aktueller Lebensgefahr. Das ist dramatisch. Du setzt deine Hoffnung auf etwas, was nicht trägt. Christus, Christi Blut und dein Bekenntnis, dass du Sünder bist und dieses Blut in Anspruch nimmst, das rettet dich ein für alle Mal. Er ist treu und gerecht. Er legt die ganze Schuld auf seinen Sohn. Aber wenn du auf was anderes vertraust, auf deine Herkunft, auf deine Zugehörigkeit, auf das, was andere mit dir gemacht haben, bei der Taufe oder bei der Beichte oder bei dem Abendmahl oder was auch immer, dann ist das ein Irrglaube. Und du musst umkehren. Du musst wirklich, kehrt um, sagt der Herr Jesus selber. Kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es gibt nur eine Lösung. Du musst bekennen, dass du Sünder bist. Und so wie du angefangen hast, dem Herrn Jesus nachzufolgen, so sollst du einfach weiterlaufen. Ist das so schwer? Wir sollen einfach bekennen, dass wir Hilfe notwendig haben. So, das war die Anwendung für die Namenschristen. Aber ja, das übergehen wir jetzt, die zweite. Nehmen wir die dritte Anwendung. Das muss auch Auswirkungen auf unsere Evangelisation haben. Wenn das wichtigste Merkmal eines Christen die Selbsterkenntnis ist, dass ich, nicht dass wir Menschen Sünder, sondern dass ich Sünder bin, dann muss das Einfluss auf die Art und Weise haben, wie wir das Evangelium verkündigen. Es reicht nicht einfach nur, das Evangelium abstrakt zu verkündigen. Ja, Gott hat die Welt geliebt und alle sind Sünder und Christus ist für alle gestorben und das ist deine Eintrittskarte in den Himmel. Ich habe jetzt zum ersten Mal das Personalpronomen deine benutzt. So geht das nicht. Wir müssen ein bisschen mutiger sein in der Evangelisation. Du bist die Sünderin oder der Sünder. Du hast gelogen. Und Gott ist Licht und er kann keine Finsternis dulden. Du hast gestohlen. Du hast die Ehe gebrochen. Das habe ich übrigens in diesem Gespräch mit dieser Person, die mir so nahe steht, die seit 50 Jahren, ich habe es dann echt gemacht, weil ich das von jemand anderem, denke ich, gelernt habe. Wir dürfen das, und wir müssen sogar das Gesetz einsetzen, um Menschen zu helfen, dass sie selbst Sünder sind. Das Gesetz ist nicht für euch. Ihr seid nicht mehr unter Gesetz. Ihr, wenn ihr den Herrn Jesus angenommen habt, ihr seid unter Gnade. Aber die Außenstehenden, die sind unter Gesetz. Und wofür ist das Gesetz? Das Gesetz soll die Sünde verstärken. Das Gesetz soll klar zeigen, ich bin Sünder. Und deswegen darfst du solche Fragen in der persönlichen Evangelisation, da braucht man natürlich ein bisschen Mut zu, oder? Wenn man fragt, hast du schon mal gelogen? Es kann niemand Nein sagen. Es kann niemand Nein sagen. Oder? Hast du schon mal gelogen? Tja, natürlich, danke, dass du ehrlich bist. Wie nennt Gott jemanden, der lügt? Eine Lügnerin. Hast du schon mal gestohlen? Hast du schon mal was genommen, was eigentlich nicht dein Eigentum war, von dem du wusstest, das sollst du gar nicht besitzen? Ich vermute ja. Also ich auf jeden Fall. Wie nennt Gott jemanden, der gestohlen hat? Einen Dieb. Und bei der Frage sagen die meisten Nein. Und wenn man es dann konkretisiert, müssen sie doch ja sagen, hast du schon mal die Ehe gebrochen? Im ersten Moment, oh, Ehebruch, nee, so weit geht's nicht. Hast du schon mal einen anderen Mann begehrlich angeschaut? Oder hast du schon mal eine andere Frau begehrend angeschaut? Das ist nach Jesu Worten die Definition von Ehebruch. Das ist übrigens auch der ganze Sinn oder der Kern der Bergpredigt. Der Herr Jesus nimmt das Gesetz und verstärkt damit die Sünde, um klarzumachen,
Eure Idee von Gerechtigkeit reicht niemals, um gerettet zu werden. Was die Pharisäer gedacht haben. Wir müssen uns so richtig anstrengen und dann werden wir es schon schaffen. Sondern du musst klar erkennen, dass du Sünder bist. Und dafür ist das Gesetz gegeben. Hast du schon mal eine Frau begehrlich angeschaut? Ja. Weißt du, wie Gott es nennt? Ein Ehebrecher. Und du willst mir sagen, dass Gott einen lügenden Dieb, der die Ehe bricht, in sein Reich hineinlässt? Nein, das wird er nicht tun. Und wenn du so evangelisierst, dann gebe ich dir einen Rat, dann bekenne dabei, dass du selbst Sünder bist. Bitte nie von oben herab, als wärst du jetzt der Bischof, ja, oder der, weiß ich nicht, ob ich das so sagen darf, ja, Papst hält sich offensichtlich auch nicht für sündlos, aber als wären wir die Sündlosen, ja, so dürfen wir nicht evangelisieren. Das ist doch, darf ich das als kleiner Wicht sagen, genial, dass Gott Sündern die Gnade gefunden haben, den Auftrag gibt, andere zu evangelisieren. Weil du darfst, du musst sogar jederzeit sagen, und weißt du was? Ich bin genau der Gleiche. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen und ich habe auch die Ehe gebrochen. Selbstverständlich. Und deswegen weiß ich, ich brauche Christus. Und das habe ich den Adolf gefragt, ja, warum ist Christus dann gestorben? Wenn du wirklich auf so viele Sachen vertraust, warum ist Gott dann zum Äußersten gegangen und hat sein Leben gegeben? So darfst du, wir müssen mutiger werden, glaube ich wirklich, in der Evangelisation. Und wir müssen konfrontativer sein, liebevoll und aufrichtig, weil wir selbst Sünder sind. Diese Konfrontation hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie erhebe über den anderen. 0,0. Im Gegenteil, ich soll ihm ein Vorbild sein und soll ihm sagen, du weißt du was, du brauchst Christus und ich brauche ihn auch. Jeden Tag. Und ich habe ihn fassen dürfen. Er hat sein Leben für mich gegeben. Aber ich will noch in eine andere Anwendung bringen. Wir haben ja noch ein bisschen Zugabe, gibt es ja immer. Wie wirst du eigentlich wahrgenommen? Wir haben ja jetzt hier lauter Christen sitzen und jetzt müssen wir auch mal ein bisschen über uns reden. Wie wirst du eigentlich wahrgenommen als Christ in deiner Ehe, in deiner Familie, in dieser Gemeinde? Oder vielleicht auch draußen in der Welt, an deinem Arbeitsplatz. Wie wirst du wahrgenommen? Soll ich es deutlicher fragen? Bist du jemand, der bekannt dafür ist, bußfertig zu sein? Bist du jemand, der bekannt dafür ist, schnell zu sagen, ja, du hast recht. Ich liege verkehrt und du hast recht. Oder für was sind wir wirklich bekannt? Oder sind wir bekannt dafür, dass wir immer, und ich muss mich auch in meine eigene Nase packen, dass wir immer das letzte Wort haben, dass wir immer Recht haben? Für was sind wir wirklich bekannt? Versteht ihr die Logik, die ich gerade anwende? Ja, ich versuche es anders. Jemand hat mal gesagt, Christen sollten die vergebungsbereitesten Menschen sein. Warum? Weil wir behaupten doch alle, wir haben die Vergebung des Herrn Jesus Christus erfahren, oder? Ja, wie schnell soll, wenn ich sage, boah, ich brauche das Blut Jesu Christi, um für meine Schuld zu büßen, ja, wie schnell sollte ich dann sein, anderen zu vergeben? Ist doch logisch, oder? Ist auch ein Problem für uns. Und genau die gleiche Logik wendet jetzt mal auf Bußfertigkeit an. Auf die andere Seite. Nicht, wo ich vergeben muss, sondern wo ich Buße tun muss. Für was bist du wirklich bekannt? Das ist echt bitter, ihr Lieben. Wenn du so ein alter Knochen geworden bist, der immer Recht hat, dem es ganz schwer fällt zu sagen, du Schwester oder du Bruder, ich liege falsch. Ich liege wirklich falsch. Und das ist übrigens keine Ausnahme. Ich liege so falsch, dass Christus sein Leben für mich geben muss. Das ist doch mal klare Theologie, oder? Warum ist das so? Ich wollte ein Beispiel bringen, ich werde es jetzt nicht tun, aber leider gibt es Führer in diesem Land, in der evangelikalen Welt, die tun sich super schwer, Buße zu tun. Die sündigen öffentlich auf YouTube und erzählen einen Mist, wo sie über die Herzen anderer richten, wo jeder kleine Christ sehen kann, da stimmt was nicht. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das ist nicht das Schlimmste, wenn ich mal was Verkehrtes über einen anderen sage. Du denkst, das ist schlimm, verleumden und übel nachreden. Das ist nicht das Schlimmste. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wisst ihr, was die schlimmste Sünde ist? Unbußfertigkeit. Weil Unbußfertigkeit bringt Menschen in die ewige Verdammnis. Unbußfertigkeit bringt Christen, katapultiert Christen aus der Gemeinde hinaus. Ist dir das klar? Ehebruch
führt nicht zu Gemeindezucht, nicht notwendigerweise. Wenn jemand, der die Ehe gebrochen hat, wirklich zur Buße findet und sagt, ich bin Sünder, wisst ihr, was dann ist? Dann ist Wiederherstellung angesagt. Das geht nicht über Nacht, das verstehe ich und das ist auch ein Prozess. Aber deswegen muss niemand die Gemeinde verlassen. Sünde war nie das Problem. Für Sünde ist Christus gestorben. Unbußfertigkeit ist das Problem. Das ist das größte Problem. Wenn ich nicht zugeben kann, dass ich Sünder bin und dass ich Hilfe brauche. Das bringt Menschen in die ewige Verlorenheit und das bringt Christen auch außerhalb der Gemeinde. Ja, ihr kennt Matthäus 18. Wenn er nach 3 oder 4 Versuchen immer noch sagt, nee, ich habe nicht gesündigt, dann sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Wir richten nicht über den Glauben dieses Bruders, der unter Gemeindezucht gestellt wird, oder dieser Schwester, die unter Gemeindezucht gestellt wird. Wir richten nicht über den Glauben. Aber der Herr Jesus sagt selber, dann behandle ihn wie einen Ungläubigen. Wir wissen es nicht, was in seinem Herzen ist. Aber fortgesetzte Unbußfertigkeit ist so schlimm, dass der Herr Jesus sagt, du musst in Erwägung ziehen, dass du es in deinen eigenen Reihen mit einem Nichtchristen zu tun hast. Ja, wir müssen auch mal uns ein bisschen ansprechen, oder? Wir haben die Außenstehenden so deutlich angesprochen, jetzt geht es ja auch mal in der Anwendung um uns. Unbußfertigkeit ist die schlimmste Sünde. Dann sollte ich euch abschließend, und damit enden wir wirklich, sagen und verraten, ja, es gibt noch mehr Merkmale eines wahren, wiedergeborenen Christen. Mindestens 4 oder 5, ich komme sogar auf 6. Ich nenne euch noch die 5 weiteren Merkmale der Vollständigkeit halber, aber ihr könnt das jetzt selber einfach studieren. Ja? Ein wahrer, also ich habe übrigens mal, das habt ihr nicht gemerkt, aber ich habe mal eine blaue hier vorne. Sonst habe ich doch immer eine schwarze. Habt ihr das gemerkt? Das ist meine stille Zeitbibel. Ich habe ausnahmsweise mal meine stille Zeitbibel mit nach vorne genommen, weil in der Stille habe ich den ersten Johannesbrief studiert und ich habe mir mit Orange alle diese Kernstellen, ja, warum hat er den Brief geschrieben? Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und er gibt diese Merkmale. Das wichtigste Merkmal ist das Kapitel 1. Dass du, Georg, sagen kannst, ich bin ein Sünder, der Gnade notwendig hat und der Gnade gefunden hat. Preis den Herrn dafür, dass du mein Bruder bist. Ja, dass wir das gleiche Zeugnis haben und der Herr Jesus sein Blut für uns gegeben hat. Das ist das Wichtigste. Aber in den weiteren Kapiteln, und das habe ich mir hier, ich weiß nicht, das könnt ihr auf die Entfernung nicht sehen, aber das habe ich mir in dieser Bibel, in der Stillenzeitbibel, orange gemacht. Und das kann ich, und deswegen habe ich die mit nach vorne genommen, damit ich das jetzt schnell finden kann. Okay? Ich gebe euch noch ein paar Vorschläge. Ein wahres Kind Gottes will wirklich von Herzen Gott wohlgefällig leben. Das ist ein zweites Merkmal. Ja, ich will seine Gebote halten. Halte ich sie wirklich permanent, ausnahmslos, ohne zu fehlen? Niemals. Das hat er mir in Kapitel 1 geklärt. Bitte jetzt keinen Trugschluss. Aber trotzdem, Kapitel 2, ja, meine Kinder, das schreibe ich euch, oder Kapitel 2, Vers 3, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Das ist nun mal ein Merkmal eines Christen. Er versucht, anders zu leben. Ist doch klar. Warum? Und deswegen habe ich gesagt, in konzentrischen Kreisen. Weil er Gnade gefunden hat. Gnade ist das stärkste Motiv für ein anderes Leben. Könnt ihr das nachvollziehen? Titus 2. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und die Gnade nimmt dich in Zucht, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Also das ist ein Kennzeichen eines wahren Christen. Er möchte jetzt anders leben. Wisst ihr, was noch ein Kennzeichen ist? Geht mal ein bisschen runter. Vers 9 im Kapitel 2. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Das ist auch ein Merkmal eines wahren Christen. Ich darf das jetzt nochmal rumkehren. Johannes macht das gleich. Ich habe euch doch schon eingeübt. Ja, er bringt negativ, dann bringt er positiv, dann bringt er wieder negativ. Vers 9 war das Negative, Vers 10 ist das Positive. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist ihn. Ich will es übersetzen. Deine Liebe zu den Geschwistern ist ein klares Kennzeichen der Wiedergeburt. Dass du die Familie Gottes liebst, dass du die Versammlung liebst, das muss nicht die Bibelgemeinde Nordrhön sein, das kann auch eine andere Gemeinde sein. Aber wer überhaupt keinen Zug zur Gemeinde hat, ihr Lieben, das ist ein dramatisches Merkmal. Ich will das nicht weiter ausführen, aber es ist eines der Merkmale einer wahren Gotteskindschaft, dass ich die Christen liebe. Und dass es mich hinzieht zu der Gemeinschaft der Versammlung. Das sagt Johannes, das sagt das Wort.
Ja, und deswegen sage ich es euch auch. Und das sagt er nicht nur in Kapitel 2, Vers 9 bis 11, das sagt er auch im Kapitel 3, Vers 10 bis 17, das sagt er im Kapitel 3, Vers 23, das sagt er im Kapitel 4, Vers 7 bis 8, im Kapitel 4, Vers 14 bis 21 und im Kapitel 5, Vers 1 bis 2. Warum habe ich das euch gesagt? Dieses zweite oder dritte Merkmal, das bringt er in jedem Kapitel wieder. Und das macht er mit den anderen Merkmalen auch. Weil, das müsst ihr jetzt einfach ertragen, ihr kennt mich ja schon, ein ganz kleiner Exkurs zum Ende. Johannes ist ganz anders als Paulus. Paulus, wenn Paulus schreibt, dann schreibt er A, dann schreibt er B und dann schreibt er C. Deswegen ist mir Paulus auch so sympathisch. Weil ich bin so engstirnig, ich kann auch nur A und dann kommt B und dann kommt C. Aber der Garten Gottes ist ein bisschen größer als Mike und Paulus. Ja, es gibt auch einen Johannes. Und Johannes ist der Inbegriff für den nicht, das könnt ihr jetzt so schnell nicht verstehen, für den nicht sequenziellen. Der ist nicht A, B, C. Johannes ist A, D, B, C, A, D, A, E. Habt ihr es verstanden? Manche haben es verstanden. Die sind dann auch nicht sequenziell. Ja, um euch noch ein bisschen, ich will euch nicht erheitern, aber Dale Sigefuß, viele von euch durften ihn kennenlernen. Er darf jetzt schon die Herrlichkeit schmecken. Dale Sigefuß war der Inbegriff eines nicht sequenziellen Predigers. Ist einfach so. Ja, du weißt schon, welches Beispiel ich da mal bringe, das müssen wir jetzt nicht bringen, aber wir sind unterschiedlich. Und auch Gott hat einen Johannes benutzt, um Wort Gottes aufzuschreiben. Und das müsst ihr einfach aushalten, wenn ihr jetzt den Johannesbrief studiert. Ja, er hat immerhin A gesagt, gleich am Anfang, Kapitel 1. Und jetzt dreht er sich in konzentrischen Kreisen immer wieder darum. Wie so ein Maler, der hat gerade Rot auf der Palette und dann malt er jetzt über. Ein guter Maler, der malt nicht nur am Sonnenuntergang das Rot. Der malt auch noch gleichzeitig die Tulpen mit. Oder die Rosen. Versteht? Ich habe nämlich schon mal Rot am Pinsel. Jedes Mal auswaschen und so ganz sequenziell von oben bis unten durchs Bild gehen, ist eine Katastrophe. Also ich will euch nur sagen, so ein Stil hat seinen Platz im Reich Gottes. Gott hat ja nicht nur Rosen, der hat auch Tulpen gemacht. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt verstanden. Das war ein Exkurs zu Johannes. So müsst ihr ihn studieren. Der dreht sich jetzt mit diesen Argumenten ständig immer wieder. Der wiederholt die immer wieder. Ja? Also ich sage es euch nochmal, ich bewahre als Kind Gottes die Gebote Gottes. Das will ich von Herzen tun, nicht weil ich dann sündlos bin, aber weil die Gnade an mir kräftig geworden ist. Kapitel 2, Vers 1 und 8 und 29, Kapitel 3, Vers 3 und 10 und 24, Kapitel 5, Vers 2 bis 4. Drittes Merkmal, er liebt die Geschwister, ich habe euch die Bibelstellen schon genannt. Viertes Merkmal, er bleibt dauerhaft bei der Versammlung der Gläubigen und beim Herrn. Kapitel 2, Vers 19, Kapitel 2, Vers 24 und andere Stellen. Noch ein Merkmal, ein wahrhaft wiedergeborener Christ bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist und der eingeborene Sohn Gottes und der Sohn des Vaters. Das gehört zum Evangelium dazu. Kapitel 2, Vers 22, 23, Kapitel 3, Vers 23, Kapitel 4, Vers 2 bis 3, Kapitel 5, Vers 1 und 5 und 12 bis 12 und der Vers 20. Das ist halt Johannes. Es geht nicht anders. Ja? Ganz oft bringt er immer wieder das gleiche Argument. Und noch ein zweitletztes. Ein wirklich wahrhaft wiedergeborener Christ verharrt nicht mutwillig in der Sünde. Und das muss ich euch jetzt noch wirklich zum Abschluss mitgeben. Lest bitte mal schnell 1. Johannes 3, Vers 6. Weil da kommen viele Christen ins Schleudern und das muss nicht sein. Ja, das soll jetzt noch eine Hilfe für euer Studium des 1. Johannesbriefes sein. Da heißt es in 1. Johannes 3, Vers 6, jeder, der in ihm bleibt, also der wirklich Christ ist, sündigt nicht. Oh, was ist denn das? Das sieht jetzt aus, als wäre das ein eklatanter Widerspruch zu allem, was wir die ganze Zeit in der Predigt gehört haben, oder? Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Und es kommt noch schlimmer. Und jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Also ist gar kein wahrer Christ. Echt jetzt? Und das ist, ich muss das noch ansprechen, weil ich kann euch nicht einfach so alleine lassen. Die Liebe gebietet das, okay? Ganz, ganz selten quälen wir euch als Verkündiger mit Grammatik. Habt ihr gemerkt? Weil das ist nicht der Sinn der Sache. Wir müssen ab und zu mal Grammatik studieren, aber wir müssen nicht die Grammatik hier zum Besten geben. Aber hier ist Grammatik essentiell. Wir müssen die griechische Zeitform verstehen, die hier wirklich... Johannes hat ja nicht auf Deutsch geschrieben, Johannes hat auf Griechisch geschrieben. Und wenn du den griechischen Vers 6 im Kapitel 3 liest, dann heißt es dort eigentlich, jeder, der in ihm bleibt,
sündigt nicht beharrlich fortwährend, ohne mit der Wimper zu zucken. Habt ihr es verstanden? Ja, das ist eigentlich die Zeitform. Kontinuum. Natürlich sündigen wir. Das hat er doch im ersten Kapitel geklärt. Wer sagt, dass er nicht gesündigt hat, in dem ist gar nicht das Licht. Er betrügt sich selbst und die Wahrheit ist nicht in ihm. Aber jetzt will er sagen, wenn du beständig in der Sünde lebst, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ja, und zwar einer offenkundigen Sünde, ja, du lebst in fortgesetztem Ehebruch mit deiner Nachbarin und Brüder kommen auf dich zu und ermahnen dich und über Monate, du hast gar keine Anstalten umzukehren, dann sagt Johannes ganz klar, sorry, der hat den Herrn Jesus nicht gesehen und hat ihn nicht erkannt. Da läuft was grob falsch. Fortgesetzt, das ist im Grunde genommen das Gleiche, was er vorher schon gesagt hat, fortgesetzte Unbußfertigkeit. Es gibt nur eine einzige Bibelübersetzung, ich habe extra nachgeschaut, im Deutschen, die ist ein bisschen annähernd gut übersetzt. Und das ist tatsächlich der Bruder, den wir vor kurzem hier in der Gemeinde hatten, Karl-Heinz von Heiden, neue evangelistische Übersetzung. Er schreibt tatsächlich, wer mit ihm verbunden lebt, das ist 1. Johannes 3, Vers 6, wer mit ihm verbunden lebt, der sündigt nicht bedenkenlos weiter. Das ist doch mal schön übersetzt. Wer absichtlich, sagt Karl-Heinz, da hätte ich ihm jetzt ehrlich gesagt helfen wollen und hätte statt absichtlich beharrlich geschrieben, ja, in der Übersetzung. Wer absichtlich oder ich würde sagen beharrlich sündigt, der hat Christus nie gesehen und nie begriffen, wer Christus wirklich ist. Das macht doch Sinn, oder? Und das steht wirklich im Griechischen da. Und das müsst ihr wissen, wenn ihr zum dritten Kapitel kommt. Okay, denken wir nochmal an den Anfang der Botschaft. Was ist das wichtigste Merkmal eines wiedergeborenen Christen? Nicht, dass er einen Eintrag, in einem kleinen Neuen Testament hinten drin hat und den Tag und die Stunde benennen kann. Es ist auch nicht, dass er einen Zeugen hat und ganz klar sagen kann, hier, der Nikolai war dabei, an dem Tag habe ich mich im Freibad in Vaihingen tatsächlich zum Herrn Jesus Christus bekehrt. Wisst ihr, was das wichtigste Merkmal ist? Dass du heute sagen kannst, ich bin ein Sünder, ich brauche Christus. Mehr denn je. Ich brauche Christus. Ich brauche Gnade. Ich brauche Vergebung. Ist das nicht schön? Seht ihr, wie schön das ist? Das ist wirklich Heilsgewissheit. Du kannst jeden Tag deines Heils gewiss sein. Aber, das sage ich dir zum Schluss, prüf dich selbst. Deswegen hat Johannes diesen Brief geschrieben. Wer bist du wirklich? Wenn du mit Fug und Recht in deinem Herzen sagen kannst, ich bin einer, der die Gnade braucht, dann bist du einer, der die Gnade gefunden hat. Dann bist du im Licht, wie er im Licht ist. Im Licht sein heißt einfach nur wahrhaftig sein. Ehrlich bekennen, dass ich Sünder bin. Ja, lest dazu, das ist der gleiche Johannes, lest dazu Johannes 8. Ich bin das Licht der Welt. Was ist der Kontext von Johannes 8? Die Sünderin und die Pharisäer. Die Sünderin hat ihre Sünde bekannt. Die hat Ehebruch begangen. Das ist der Kontext. Ich bin das Licht. In diesem Licht hat die Frau sich selbst erkannt. Und die Pharisäer haben sich nicht erkannt. Das ist sehr ernst. Das ist lebensgefährlich, wenn du von dir selber glaubst, du seist kein Sünder. Preis den Herrn, dass der Herr Jesus für Sünde gestorben ist. Erlaub mir zum Schluss nochmal die Worte von Johannes zu lesen aus der Einführung und dann beten wir zusammen. Vers 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und die wir euch verkündigen. Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln beständig in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir im Licht wandeln, wenn wir bekennen in diesem Licht Gottes, wer wir wirklich sind. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und dann ist er gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Aber wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Amen. Lass uns beten. Und dazu aufstehen, bitte. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir vor dir und in dir völlig ehrlich sein dürfen. Wir wollen
geliebt sein, du hast uns für Beziehung gemacht, wir wollen Gemeinschaft haben untereinander. Im Letzten sind wir für dich gemacht und wollen auch Gemeinschaft mit dir haben. Und wir haben letztendlich eigentlich Angst, wirklich zu sagen, wer wir sind. Wir danken dir von Herzen für dein Evangelium. Du rechnest wirklich mit der Realität. Wir dürfen sagen, dass wir Sünder sind. Wir dürfen ehrlich vor dich kommen und bekennen, wer wir sind. Und wir sind trotzdem geliebt, weil du gekommen bist, um für Sünder dein Leben zu geben. Hab herzlich Dank. Hab von Herzen Dank für dein Evangelium. Und wir bitten dich inständig für jeden, der auch dieses Wort von Johannes heute gehört hat, dass er in deinem Licht sich selbst erkennt und ehrlich wird und einfach schlicht wie jedes Kind, wie ein Kind sagen kann, ich brauche dich, Herr Jesus, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade, ich brauche dein Blut, ich brauche deinen stellvertretenden Tod, weil ich Sünder bin. Hab so herzlich Dank, dass das Evangelium so einfach ist, dass es uns das Leben lang begleitet und dass es uns eines Tages und nur dein Evangelium, nur dein stellvertretendes Leiden und Auferstehen, dass nur das uns eines Tages vollkommen, völlig gerecht vor dem Vater bestehen lässt. Hab herzlich Dank für diesen Frieden, für diese Ruhe, die wir schon heute in dir haben dürfen. Danke für dein Wort. Wir loben und preisen dich für dein Evangelium. Amen.